Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zwei gute Nachrichten vorneweg. Erstens. In Helsinki beim Ministerkomitee zeichnet sich eine Lösung in der Russlandfrage ab. Und es sind gute Signale. Und wir stehen davor, in einer Zeit, in der wir in den internationalen Beziehungen überwiegend Hiobsbotschaften erleben, hier einen kleinen positiven Erfolg zu verzeichnen. Und das begrüßen wir ausdrücklich zum 70. Jahrestag des Europarates. Weil der Europarat ist natürlich erstens durch seine Konventionen, natürlich maßgeblich durch die Menschenrechtskonvention, durch die Sozialkarte und viele weitere Konventionen so bedeutsam, aber eben auch bedeutsam, weil er einen Raum abbildet von Lissabon bis Vladivostok. Und ich glaube, das ist in der Zeit wichtig, dass wir auch diese institutionellen Kanäle, Gesprächskanäle auch mit der Russischen Föderation erhalten. Zweite gute Nachricht, der Antrag der Großen Koalition von SPD und CDU/CSU ist ein guter Antrag, und die Linke wird diesem Antrag zustimmen. Das kommt ja nicht alle Tage vor, und deswegen will ich das hier auch ausdrücklich unterstreichen. Zu den Auseinandersetzungen, die es gegeben hat in den letzten 5 Jahren mit der Russischen Föderation, noch ein paar Anmerkungen. Die Sanktionen, die im April 2014 gegen die russische Delegation eingeführt wurden, sind im September letzten Jahres überwiegend für rechtswidrig erklärt worden vom Rechtsdienst des Europarates. Das muss man ja auch mal erwähnen. Und man muss sich, ich versuche das mal zu erklären. Wir haben diesen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir erwarten von allen 47 Mitgliedstaaten, dass die Urteile dieses Gerichtshofs in dem eigenen Mitgliedstaat umgesetzt werden. Das alleine ist schon schwierig genug. Und nun wird einer nationalen Delegation, in dem Fall der russischen Delegation, das Wahlrecht der Richter entzogen und gleichzeitig erwartet, dass dieses Land diese Urteile umsetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und deswegen ist es gut, dass diese Sanktionen aufgehoben werden. Und das ist völlig unabhängig davon, wie man die Vorgehen, wie man das russische Vorgehen auf der Krim im Einzelnen beurteilt. Aber das Instrument war völlig falsch, was hier die Parlamentarische Versammlung angewendet hat. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich im April 2014 als einziger deutscher Abgeordneter dagegen gestimmt habe. Wir haben jetzt eine Lösung, die auch gut auf dem Weg ist. Im Juni wird die Parlamentarische Versammlung wahrscheinlich noch die letzten Hürden nehmen müssen. Aber ich hoffe, dass das gelingen wird. Und die Grundlage dafür ist ein Bericht von Tini Cox, dem Fraktionsvorsitzenden der Linksfraktion im Europarat. Auch das würde ich gern erwähnen. Zum Schluss. In dem Antrag auch der Großen Koalition sind einige wichtige Forderungen drin, die wir ausdrücklich unterstützen und die für die Zukunft wichtig sind dieser wichtigen Institution. Erstens, dass die Europäische Union endlich, wie im Lissabon-Vertrag vorgesehen, der Menschenrechtskonvention beitritt. Vielen Dank, dass Sie das in dem Antrag aufgenommen haben. Zweitens, dass das, was ich oft hier eingefordert habe, dass Deutschland endlich der revidierten europäischen Sozialcharta beitritt, wie die meisten europäischen Länder auch. Auch das ist in Ihrem Antrag. Und zum Schluss, und darauf hat Frank Schwabe ja auch hingewiesen, der Europarat ist wirklich abenteuerlich unterfinanziert. Pro Bürger in Europa und auch pro deutschen Bürger weniger als 50 Cent pro Jahr, was in den Europarat geht. Ich glaube, wir müssen diese wichtige Organisation auch finanziell stärken, damit auch die nächsten 70 Jahre gesichert sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Grüne hat das Wort der Kollege Dr. Friedhof Schmidt.